Die erste geht an den Herrn Streibel und zwar fragt Anna Schneider, was tun Sie für Menschen, die sich die steigenden Energiekosten nicht mehr leisten können? Na gut, also da sind wir jetzt halt bei den, also gerade wenn es also bei den Haushalten geht, die sich nicht leisten können, und da haben wir einen Appell jetzt auch an die Bundesregierung gestartet, da muss natürlich der Staat einspringen und dann also hier finanziell auch unterstützen, dass man hier die energetische Grundversorgung also sich leisten kann, also gerade also zum Beispiel Heizkosten, also dass hier Zuschüsse gibt, und das ist ja gestern zwar schon auch gekommen, aber da wird es wahrscheinlich mehr brauchen, denn ein warmes Wohnzimmer ist jetzt nicht nur ein Privileg für Reiche, sondern das sollte jeder in unserem Land haben. Und da muss man dann sagen, das ist zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe, den Preis, den man zahlen muss. Wenn wir da Energiewende haben wollen, dann muss man aber auch das so gestalten, dass es gerade für die, die es finanziell nicht so gut haben, dass die, die es sich auch letztlich leisten können, und wenn sie nicht die Preise zahlen können, dann muss die Allgemeinheit, dann muss unsere Gesellschaft, dann muss unser Staat dafür mit einspringen. Und deswegen haben wir uns also in die Richtung schon also an die Bundesregierung auch mitgewandt, weil das ist also ein Bundesthema, und dass man also das auch nicht nur jetzt bei Leuten, die von der Sozialsicherung leben, sondern auch bei allen anderen. Also das betrifft also gerade, wenn ich jetzt in München anschaue, also sehr, 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 sehr viele Haushalte, wo die Nebenkosten durch die Decke gehen und wo man sich das nicht mehr leisten kann. Also das heißt also, da muss der Staat einspringen, und das andere muss man natürlich schauen, wie kann man die Energiekosten trotzdem also im Gegenzug auch letztlich senken. Also, und das ist halt, wäre das Beste, wenn man so viel Energie, wie es möglich ist, auch, sagen wir jetzt hier bei uns im Land selber produzieren. Also Bayern war früher Energieexporteur, heute sind wir Importeur. Und das müsste man natürlich irgendwo wieder umdrehen. Denn ansonsten machen wir uns abhängig von anderen, und damit natürlich also können die Preise immer mehr steigen. Also das Ganze, wenn man jetzt die Ukraine-Situation, da ist natürlich also in Gefahr, dass die Energiepreise für uns steigen. Genauso auch, wenn wir uns von norddeutschem Strom abhängig machen, dann kann da auch der Preis uns auch immer mehr diktiert werden. Von so her wäre es auch wichtig, zum Beispiel europamäßig, also zum Beispiel auch den Preis für Industriestrom festzulegen, dass es hier keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Ländern gibt, dass man hier einen einheitlichen Preis hat für gerade in der Industrie. Aber wie gesagt, also für Privatleute, da ist nach meiner Meinung dann auch die Bundesregierung mit in der Pflicht. Die nächste Frage geht an die Frau Günther. Alexander Huber fragt, ist es für Leute, die neben zukünftigen Fusionsreaktoren wohnen, gefährlich? Nein, weil man kann sozusagen ausrechnen, dass, dass sozusagen die großen Unfälle, von denen ich ja sprach, bei Spaltungskraftwerken, die gibt es nicht. Und wenn es jetzt sozusagen, es gibt ja die schönen Szenarien, ein vollgetanktes Flugzeug auf ein Kraftwerk, nicht, dann ist sozusagen natürlich auf dem Betriebsgelände, das ist dann ein Problem. Aber wir haben also ausgerechnet, wir machen große Sicherheitsuntersuchungen, dass das außerhalb des Betriebsgeländes eigentlich sozusagen da keine Radioaktivität mehr freigesetzt werden soll, sodass es Leute nicht betreffen kann. Aber das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, das sicherzustellen, auch bei unseren Konzepten für Kraftwerke. Sehr gut. Herr Lutz, sind Sie bereit? Für Michaela Schmidt, die fragt, hat die Energiewende auch Vorteile für bayerische Unternehmen? Erstens, die bayerische Wirtschaft steht hinter der Energiewende, auch wenn kritische Punkte angemerkt werden müssen, wie die Genehmigungsverfahren und Ähnliches. Wir wissen, dass es dazu keine, zumindest heute, keine wirkliche Alternative gibt. Zweitens, es gibt Unternehmen, die massiv davon profitieren. Ich meine, ich spreche ja hier als IHK-Präsident jetzt, aber hinter mir sehen Sie BayWa. Und wir haben in den letzten 10 Jahren ein Unicorn geschaffen. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele in der deutschen Industrie, in der deutschen Wirtschaft. Und das ist die BayWa RE AG. Wir sind heute die Nummer 1 im Solarmodul-Trading in Europa. Wir sind einer der größten Wind- und Solarkraftwerkebauer und Projektierer weltweit, in Deutschland auch weit vorne, logischerweise. Also mit anderen Worten,
Wir haben angefangen mit 25 Mitarbeitern und wir suchen jetzt Tausende von Leuten weltweit. Es ist ganz schwierig, die Fachleute, also Ingenieure, Projektmanager und so weiter zu bekommen. Wir würden gerne noch weitere ca. 10.000 Menschen einstellen, was sehr schwierig ist. Und unterm Strich ein riesiges und tolles Erfolgsmodell, was von den Managern, die das machen, die die Verantwortung tragen, entwickelt wurde. Das heißt, wir haben auch entsprechend Zulieferer, wir haben Partner, wir haben Finanzinstitute, die das finanzieren. Also es ist sozusagen die gesamte Value Chain, die gesamte Wertschöpfungskette auch für etliche Unternehmen in Bayern von Vorteil, dass wir diese Energiewende haben. Das Problem ist die Energieversorgungssicherheit. Herr Schreiber hat es vorhin ja auch angesprochen. Insgesamt, das ist ein politisches Thema, aber es ist auch ein industriestrukturelles Thema. Und das muss geklärt und das muss so schnell wie möglich auch abgesichert werden für den Fall, dass es ein Risiko von einem zumindest mal partiellen Blackout gibt. Also unterm Strich eine Entwicklung jetzt nicht nur für die BayWa, sondern auch für viele, viele andere Unternehmerinnen, Unternehmer und Unternehmen, die in Bayern tätig sind. Und also ich glaube, da liegen auch noch sehr große und viele Chancen, auch international unsere Ideen, Konzepte zu exportieren. Und ich bin persönlich sehr traurig darüber, dass wir die Hoheit sozusagen über die Solarentwicklung komplett verloren haben. Die gibt es nicht mehr. Es war ja unser Solar Valley in Zeitz in Ostdeutschland. Das gibt es nicht mehr, ist ja mehr oder weniger zerstört. Das Ganze ist von den Chinesen übernommen worden. Wir haben heute eine sehr hohe Abhängigkeit von der technologischen Entwicklung in China, den Innovationen vor Ort. Auch Amerika spielt hier eine wichtige Rolle und Südkorea. Das ist sehr, sehr traurig, dass wir diese Schlüsseltechnologie nicht mehr sozusagen im Griff haben, im Sinne von, wir sind die Eigentümer, ein sozusagen deutsches Industriesegment. Dafür ist der Handel, die Projektierung und so weiter international sehr gut vorangekommen. Aber hat halt nicht funktioniert, aus vielen Gründen. Es führt jetzt zu weit, hier auf die Details einzugehen. Aber es ist positiv. Herr Streibel, Thomas Dollar hat eine Frage zur Zukunft. Sind wir denn da bitte schon alle gezwungen, Elektroautos zu fahren? Ich hoffe es nicht, also wenn, weil sagen wir die Elektroautos, also sehr, sagen wir in der Gänze überzeugt es mich nicht, dass die letztlich also die Mobilität, die wir im Land brauchen und sagen wir Bayern, Deutschland, Europa lebt von Mobilität. Der europäische Gedanke ist der Gedanke der Mobilität, dass wir das allein mit Elektroautos oder Elektro-LKWs schaffen können. Sondern wir brauchen da andere Möglichkeiten und da sehe ich zum Beispiel also ganz stark also auch die Wasserstofftechnologie für die Mobilitätswende auch. Aber da müssen wir auch grundsätzlich über viel, also auch um unser eigenes Verhalten reden. Also gerade in einem urbanen, im städtischen Gebiet braucht man natürlich weniger Individualverkehr. Also da kann man auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Im ländlichen Raum wird es schon schwieriger. Wenn man in Urlaub fährt, wird es auch ein bisschen schwieriger. Also solange wir alle unsere private Mobilität haben wollen, müssen wir natürlich auch auf andere Dinge wie nur Elektromobilität zurückgreifen können. Und das habe ich ja vorher gesagt, weil ich sage, also wir müssen technologieoffen sein. Also ich darf also großen Automobilunternehmen und Konzernen, die es europaweit gibt, kein Denkverbot auferlegen und sagen, ihr dürft jetzt nur noch ein Produkt machen, nämlich einen E-Motor. Sondern also ich denke, also der menschliche Geist ist größer, dass er sich dann auch also neue Technologien ausdenken kann, beziehungsweise vorhandene Technologien wesentlich verfeinern kann. Wenn ich also an einen Dieselmotor vor 30, 40 Jahren denke, ist das ganz was anderes wie der heutige Dieselmotor. Und wenn ich auch sage, ich kann also mit Wasserstoff sagen wir, grünen Wasserstoff auch einen synthetischen Diesel herstellen, der CO2-neutral ist, dann kann ich damit auch fahren. Also das heißt also, was ich sagen will bei der Mobilität, es kommt nicht auf die Technik an, sondern es kommt auf das an, was ich im Motor oben reinschütte.
Und das zeigt dann auch das, was hinten rauskommt. Also von so her müssen wir hier technologieoffen sein. Und ich halte es immer für falsch, wenn man hier Denkverbote auferlegt und nur auf eine einzige Karte setzt. Das ist, wäre auch schwierig, weil Herr Lutz hat es auch vorher gesagt mit London. Allein wenn ich in München eine Tiefgarage mit 200 Stellplätzen anschaue, die mit Energie zu versorgen, dass jeder Abend sein Auto auftanken kann, das ist eine logistische Meisterleistung, wenn man das hinkriegt. Und das wird man auch nicht in dem Zeitfenster schaffen, das jetzt letztlich also hier von der Politik angedacht ist in Berlin. Also deswegen, also ich glaube nicht, dass wir in Zukunft nur noch Elektroautos fahren werden. Auch hier gilt, es wird einen Mix geben. Gut, die nächste Frage geht an die Dame, Frau Günther. Sabine Karl fragt, ist der Strom aus einem Fusionsreaktor eigentlich teurer als aus einem Atomkraftwerk? Oh Gott, das kommt darauf an, was man jetzt beim Atomkraftwerk mit reinrechnet, ne? Ich glaube, dass da hat ja der Staat, ist ja viel in Vorleistung gegangen. Ich glaube grundsätzlich, dass unser Energiesystem also teurer sein wird, jedenfalls als zum Beispiel Kohle zu verbrennen. Das ist so billig, wenn wir nie wieder zu Strom kommen. Allerdings haben wir auch nicht mitgerechnet, dass die CO2-Emission ja auch ein Problem ist. Und wenn man das wieder rausholen wollte aus der Atmosphäre, dann wäre es ein ganz hoher Preis. Also die ersten Abschätzungen, ich kann da gar nicht seriös was sagen, die ersten Abschätzungen sagen etwa, das ist etwa in der gleichen Größenordnung wie Sonne und Wind. Wenn man natürlich die Speicher, muss man am Ende aber mit dazu rechnen, natürlich beim Kosten eines Energiesystems. Also ich denke, dass das Kernfusion nicht billiger sein wird als Erneuerbare, aber halt grundlastfähig. Herr Lutz, Bernd Müller hat eine Frage für Sie. Welche Rolle hat Wasserstoff als Treibstoff für Autos, Lkw und Ähnliches in der Zukunft? Sehe ich wie Herr Streibel, ich gehe von einem Energiemix oder Treibstoffmix aus. Ich weiß allerdings, dass es Automobilkonzerne gibt, die Namen will ich jetzt hier keinen nennen, aber wissen es wahrscheinlich auch, hier in Bayern angesiedelt, die sehr stark auf die E-Mobilität oder die E-Technologie setzt, auf Stromer für LKWs, ob das Ganze technisch wirklich so umsetzbar ist und zwar wiederum zu für die Wirtschaft erträglichen Preisen, das vermag ich nicht zu beurteilen. Derzeit ist es nicht der Fall. Die Wasserstofftechnologie, vor allem der grüne Wasserstoff, kann hier eine zentrale Rolle spielen. Ich war vor einigen, das war noch kurz vor der Pandemie, in Turin bei CNH. CNH ist einer der größten Traktoren, Motor Bauer und Hersteller und die arbeiten, da gehört zum Beispiel Magirus dazu, Case, New Holland und viele LKW-Unternehmen auch. Und es gehört der Familie Agnelli mehrheitlich, ist börsennotiert, gehört also sozusagen zu John Elkanns Reich in Turin, dem jungen Mann, der für die ganzen Industrieaktivitäten als Chairman zuständig ist. Und was mich damals sehr beeindruckt hat, ist, es gab vor gut 2 Jahren bereits Prototypen von LKWs und etwas größeren Sprintern, die mit Wasserstoff fahren. Und das Ganze ist natürlich von der Umweltverträglichkeit hervorragend. Das Problem ist nur, so ein Auto kostet heute Unsummen von Geld. Also es ist die Frage, gelingt es, diese Technologie so zu produzieren, den Wasserstoff so zu produzieren, dass er für die Wirtschaft in einem internationalen Kontext auch wettbewerbsfähig ist. Das ist ganz entscheidend, weil alles, was wir hier diskutieren, sehr häufig auch mit einer Nabelschau verbunden, müssen wir gerade in Deutschland in einem internationalen Kontext sehen. Und es ist auch wichtig, dass die Politik hier endlich auch Farbe bekennt und klar und deutlich sagt, der Konflikt zum Beispiel zwischen Natur- und Klimaschutz, all die Dinge, die damit verbunden sind, ist nicht so ohne weiteres lösbar. Wasch mich, mach mich nicht nass. Dieses Prinzip wird nicht funktionieren. Also, um auf die konkrete Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, ja, das kann eine Technologie sein. Mich hat das als Laie, ich bin Jurist von der Ausbildung, schwer beeindruckt, was ich dort von Fiat sozusagen gesehen habe. Aber die Ingenieure sagen selber, wir sind derzeit weit weg davon, eine Skalierung hinzubekommen, dass das Ganze wirtschaftlich betrieben werden kann. Und das wird sozusagen in eine Serienproduktion dann auch gehen von den Motoren her.
Und darum glaube ich, brauchen wir einfach Geduld. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Technisch geht es ja. Bevor wir zur Schlussrunde kommen, gibt es noch eine letzte Zuschauerfrage, die geht an Sie, Herr Streibel. Klaus Weidinger fragt: Haben Leute, die in der Nähe von neuen Windkraftanlagen oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen wohnen, auch ein Mitspracherecht? Das wäre, sag mal, es sollte so sein, dass die ein Mitspracherecht haben. Also ist ganz wichtig bei der ganzen Energiewende, die wir uns auch als eine kommunale und bürgerfreundliche Energiewende sehen, ist, dass also die Bürgerinnen und Bürger vor Ort letztlich in die Prozesse mit einbezogen werden, dass das Ganze auch transparent passiert. Und am besten wäre es auch, wenn die letztlich an den Projekten, also an den mit beteiligt werden, so dass sie also letztlich auch, also wenn ich jetzt Bürgerkraftanlagen, also Bürgerwindkraftanlagen denke, also wo die Bürger, die dort leben, sich mit dran beteiligen, dann haben sie auch einen direkten Gewinn oder Nutzen aus diesen Anlagen heraus. Das damit auch das auch dann letztlich anders akzeptieren. Aber wie gesagt, also es müssen die Leute auch vor Ort also dann das Ganze mittragen. Aber das ist auch das ist die Diskussion, die wir führen müssen, die wir von der Politik führen müssen, die man auch vor Ort führen muss und die unsere Gesellschaft generell führen muss. Also ich habe es ja vorher gesagt, wir müssen uns irgendwie für einen Weg entscheiden. Und das war, glaube ich, der Fehler, der nach der Entscheidung nach Fukushima kam, dass man gesagt hat, man steigt aus der Kernenergie aus, aber man hat keine Roadmap gehabt, man hat keinen Plan gehabt, wie soll es denn dann wirklich weitergehen. Man hat dann nur gesagt, bis da zu den 2023 ist dann 22 ist Ende mit der Kernkraft. Aber wie soll es weitergehen? Also man hatte da Ideen, aber keinen stringenten Plan und keine Systematik, wie das durchzugehen ist. Und da muss man vielleicht den Vorgängerregierungen auch das ins Stammbuch schreiben. Hier wurde eigentlich was versäumt und wertvolle Zeit versäumt. Und man hat dann, wie ich vorher gesagt habe, immer nur gewusst, was man alles nicht will, aber nicht mal formuliert und geplant, was man will und was man braucht. Und diesen Prozess muss man jetzt nachholen. Aber wie gesagt, das müssen wir in der Gesellschaft, im Kontext mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Stromanbietern, mit Investoren machen. Und also nach meiner Meinung wäre es besser, wenn man das möglichst vor Ort macht und in der Hand von Kommunen, von Gemeinden, in der Hand von den Bürgerinnen und Bürgern, dass man dann sagt, also die vor Ort sollen auch davon profitieren, also gerade bei erneuerbaren Energien. Das kann man eigentlich schön sagen, in einen, ja, so wie es Raiffeisen mal gesagt hat, das Geld vom Dorf fürs Dorf, dass man hier geschlossene Systeme auch schaffen kann. Also wie man das zum Beispiel jetzt mit kleineren Wasserkraftanlagen, wo man Dörfer damit versorgen kann, dass man dann hier auch die letztlich also Bürgerprojekte auflegt, wo die Leute sich auch finanziell beteiligen können und dann auch finanziell am Gewinn beteiligt sind. Also so stelle ich mir das vor, weil sag mal, wenn jetzt jemand ein Konzern aus irgendwo Transozeanien hier groß investiert und da Geld verdient, dann würde ich mich als Bürger vor dieser Anlage dann auch ärgern und sagen, da verdient jemand groß Geld und ich habe den Schaden davon. Also wenn, dann muss man sagen, das muss auch letztlich mit in Bürgerhand sein.